Kann sie spielen? Ciao, Mama. Das ist ja eine Überraschung. Hi. Der Sergeant war so freundlich, mich herzufahren. Was, während der Dienstzeit? Sei doch nicht so pingelig, Guido. Zeig mir mal einen Beamten in Venedig, der nicht während der Dienstzeit mal was Privates erledigt, ne? Hatten Sie einen schönen Urlaub? Ja, ganz schön. Bis aufs Essen. Deshalb bringen mich auch keine 7 Pferde nach England. Ja, Sie sind ja auch nicht mehr der Dozentin für englische Literatur verheiratet. Gibt's was Neues? Ja, der Vizequestore hat den Mordfall an einer alten Frau geklärt. Aha. Glaubt er zumindest. Na, was ist denn? Wollt ihr hier Wurzeln schlagen? Wir warten auf Chiaras Brieffreundin. Sie müsste kurz nach uns gelandet sein. Ja, leider. Ganz schlechtes Timing. Müsst ihr uns unbedingt jetzt schon auf die Nerven gehen? Raffi, Ihre Eltern verbringen ein paar Tage in Rom und so lange darf sie uns besuchen. Da kommt sie ja. Eiko, ich hab dich sofort erkannt. Ich dich auch. Meine Mutter, mein Vater, mein Bruder Raffi, meine Oma und das ist Herr Gente Vianello von der Polizei. Herzlich willkommen in Venedig. Es freut mich sehr, bei Ihnen sein zu dürfen. Die Japaner verstehen noch was von Kindererziehung. Schön, wieder zu Hause zu sein. Hatte hat auch seinen Mord aufgeklärt. Er hat gesagt, er muss mal vom Schreibtisch weg. Und Sie waren ja nicht da. Ja und? Ja, ich bin ein bisschen skeptisch. Um ehrlich zu sein, die rumänische Putzfrau hat überhaupt nichts gestohlen. Sie hat sogar ihre Fahrkarte nach Bukarest zurückgelassen. Warum hat sie die nicht benutzt, anstatt sich eine neue zu kaufen? Aber Vater sagt, sie war's und Alvise ist sein Echo. Was? Alvise? Das Verhörprotokoll. Signora Simonato, die Nichte der Verstorbenen, glaubt, es sei nichts Wertvolles gestohlen worden. Sogar der Schmuck ist noch da. Hm. Wahrscheinlich ist diese Dings da diese rumänische Putzfrau in Panik geraten und hat in aller Eile gegriffen, was sie finden konnte. 700 Euro sind ja viel Geld für solche Leute. Sicher, Vizequestore. Das Labor wird mit den Tatortspuren noch ein paar Tage beschäftigt sein. Das ist ausnahmsweise kein Problem. Wir kennen ja schon die Mörderin. Dass unsere Tatverdächtige nicht mehr unter den Lebenden weilt, ist ein Schönheitsfehler, zugegeben. Aber alle Fakten sprechen eine deutliche Sprache. Beenden Sie die Ermittlungen, Alvise. Der Fall ist gelöst, und zwar innerhalb kürzester Zeit. Ich wäre sehr glücklich, wenn alle meine Mitarbeiter so schnell und effektiv arbeiten würden wie ich selbst. Meinen Glückwunsch, Vizequestore.
Sag mal, hättest du was dagegen, wenn ich mit Vianello noch zur Pistole fahre? Ihr kommt ohne mich aus, oder? Und was machst du, wenn ich Nein sage? Nein, mach schon. Okay. Vianello? Ach, Mama, sehen wir uns heute noch? Eigentlich nicht. Heute ist mein Computerkurs. Will der noch ins Büro? Also man kann es auch übertreiben. Von mir hat er das ganz bestimmt nicht. Guten Tag, Signora Gismondi. Wie war's in Paris? Anstrengend, wie immer. Na, jedenfalls haben wir jetzt endlich Ruhe. Ach, Sie wissen es ja noch gar nicht. Die alte Battistini ist tot. Was? Ermordet von ihrer eigenen Putzfrau. Was reden Sie denn da, Florinda soll Signora Battistini ermordet haben? Den Schädel hat sie ihr eingeschlagen. Mit einem Kerzenleuchter, hat mir ein Polizist gesagt. Schrecklich, nicht? Aber verstehen kann man's ja irgendwie. Wann soll das denn gewesen sein? Vor 3 Tagen. Kommissario. Wie war es denn in England? Meiner Familie hat's gefallen. Und Sie hatten offenbar Sehnsucht nach Ihrem Schreibtisch. Heute ist doch Ihr letzter Urlaubstag. Oder irre ich mich? Ah, Brunetti. Es wurde aber auch Zeit. Sind Sie nicht schon ein paar Tage überfällig? Na, macht nichts. Ich habe inzwischen Ihre Arbeit erledigt und nicht so schlecht, würde ich meinen. Ja, ich habe davon gehört. Mein Lieber, auch Sie sind nicht unersetzlich. Aber auch ein Mann der Wissenschaft, wie ich es ja eher bin, darf den Bezug zur Praxis nicht verlieren. Wussten Sie eigentlich, dass die meisten aufgeklärten Morde innerhalb der ersten 72 Stunden gelöst wurden? Ja, auch davon habe ich schon gehört. Mit jedem zusätzlichen Tag sinken die Chancen, den Täter zu überführen. Wenn es darauf ankommt, müssen wir rund um die Uhr arbeiten, Brunetti. Rund um die Uhr. Natürlich. Schön, dass Sie wieder zurück sind. Gut erholt, wie ich hoffe. Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Ein Termin beim Bürgermeister. Mann der Wissenschaft? Mhm. Der Bürgermeister hat ihn zum Doktor vorgeschlagen. Ehrenhalber. Aha. Ach, Signorina Elektra, ich hätte da eine Bitte. Sie möchten einen Blick in die Ermittlungsakte Battistini werfen? Ja, danke. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich suche Vice Questore Patta. Er ist nicht da. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Kommissar Brunetti? Ja, vielleicht. Es geht um den Mord an Signora Battistini. Oh, bitte. Signora Gismondi. Gismondi. Dankeschön. Ich wohne gegenüber dem Haus von Signora Battistini. Mhm. Ja, ich komme gerade von einer Geschäftsreise zurück und da hat man mir erzählt, was passiert ist. Jetzt bin ich hier, um Ihnen zu sagen, dass Florinda, die Putzfrau von Signora Battistini, sie nicht getötet haben kann. Signora Battistini lebte nämlich noch, als ich Florinda zum Bahnhof gebracht habe. Und woher wissen Sie, dass sie noch lebte? Ganz einfach, ich habe sie am Fenster gesehen. Sie beschimpfte Florinda, nachdem sie mir nichts vor die Tür gesetzt hatte, ohne Lohn. Ich habe sie auf ein Café eingeladen, sie war in Tränen aufgelöst. Und Sie haben sie dann zum Bahnhof begleitet? Ja. Dann habe ich ihr eine Fahrkarte gekauft, habe ihr 700 Euro gegeben, so viel Lohn stand wohl noch aus. Das war aber sehr großzügig von Ihnen, Signora. Signora Battistini hat sehr schlecht bezahlt. Und das meiste davon hat Florinda ihren Kindern nach Rumänien geschickt. Waren Sie mit ihr bis zur Abfahrt des Zuges zusammen? Nein, ich war auf dem Sprung nach Paris. Ich musste zum Flughafen. Aber die Vorstellung, sie könnte zurückgelaufen sein, um Signora Battistini zu töten, ist doch absurd. Ja, sie hat ein Motiv. Nach ihrer eigenen Schilderung. Also da war sie nicht die Einzige. Signora Battistini war mehr als unbeliebt. Wie meinen Sie das? Sie war einfach fürchterlich rücksichtslos der Nachbarschaft gegenüber. Zum Beispiel, weil sie schwerhörig war, hat sie Tag und Nacht den Fernseher so laut gestellt, dass man dabei weder arbeiten noch schlafen konnte. Auf Beschwerden reagierte sie mit Beschimpfungen oder gar nicht. Sie war fürchterlich geizig. Sie können jeden Geschäftsmann im Viertel fragen. Sie hat bei allen eine Ausrede gefunden, um nicht zu bezahlen. Und ich glaube nicht, dass sie besonders arm gewesen ist.
Sie war ein alter Drachen? Ja. Galle konserviert ja, sagt man. Lebte sie allein? Ja, ihr Mann ist vor 10 Jahren gestorben. Der hat, glaube ich, bei irgendeiner Behörde gearbeitet. Und dann hatte sie einen Sohn, der ist aber auch schon tot. War ein ganz komischer Mensch. Niemand im Viertel hat den wirklich kennengelernt. Wissen Sie, ob noch jemand außer der Putzfrau Zugang zu der Wohnung hatte? Eine Nichte ließ sich gelegentlich mal blicken. Aber richtig gekümmert hat sich in den letzten Jahren eigentlich nur ihre Anwältin. Ich hatte mal mit ihr zu tun, weil ich wegen des Lärms Anzeige erstattet habe. Signor Gismondi, ich danke Ihnen. Sie haben mir sehr geholfen. Sehr gerne. Ein interessanter Besuch? Oh ja. Und hübsch? Ja, das auch. Die Akte Battistini. Danke. Hier steht aber nichts über die 700 Euro, die bei der Putzfrau gefunden wurden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie verschwunden sind. Was? Der Weg vom Bahnhof zur Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft ist lang. Wissen Sie, wo die Schlüssel zu der Wohnung der Battistini sind? Die Wohnung ist aber noch versiegelt. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich bin Gabriel Niculescu, Prinzessin Signora Battistini. Die ist tot. Tot? Und meine Mutter? Wer ist denn Ihre Mutter? Sie hat Signora Battistini den Haushalt gemacht. Sie meinen Florinda? Ja, genau, die meine ich. Die ist auch gestorben, nachdem sie meiner Tante den Schädel eingeschlagen hat. Sie mal. Was ist denn los? Was ist meiner Mutter passiert? Wenn Sie mich nicht sofort loslassen, dann rufe ich die Polizei. Ja, ich bin's. Du, ich wollte nur sagen, es gibt für mich dann auch ein paar offene Fragen zum Tod der alten Frau. Und du kannst nicht zum Mittagessen nach Hause kommen. Ja, es tut mir leid, weißt du, aber... Das muss es gar nicht. Ich habe sowieso nicht zu essen gekocht. Ich kenne doch meinen Mann. Ich sitze gerade über einer Vorlesung zu Oscar Wildes Gesellschaftsdramen. Ich habe die Vertretung für einen kranken Kollegen übernommen. Da sitze ich noch eine Weile dran. Bis heute Abend. Ciao. Sie hat es mir versprochen. Sie hatte mir versprochen, Ravioli... Und Kalbsleber alla Veneziana, das hatte sie mir versprochen. Ianello, wenn die Gismondi recht hat, warum ist Florinda dann vor Alvise in Panik geraten und geflohen? Ja, vielleicht weil sie einen gefälschten Reisepass hatte. Sie hatte was? Ja, sie hatte einen gefälschten Reisepass. Ich habe den Vizequestore darauf hingewiesen.
Sie meine Mutter an die Battistini vermittelt. Wie kommen Sie denn darauf? Was ist mit ihr passiert? Es war ein bedauerlicher Unfall. Signora Battistini wurde ermordet aufgefunden und ihre Mutter mit einem Haufen Geld am Bahnhof aufgegriffen. Sie wollte fliehen. Die Polizei hat sie umgebracht. Niemand wollte, dass ihre Mutter stirbt. Und trotzdem ist sie tot. Ist doch komisch, oder? Hören Sie, das mit Ihrer Mutter tut mir wirklich leid. Signora Battistini war bestimmt keine angenehme Arbeitgeberin, aber hätte Ihre Mutter mir ein Wort gesagt, dann hätte ich ihr auf der Stelle eine neue Arbeit besorgt. Und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich will meine Mutter noch mal sehen. Und ich will wissen, wer schuld daran ist. Wenn Sie klug sind, nehmen Sie den nächsten Zug und fahren nach Hause. Was passiert ist, ist passiert. Okay. Dann wenden Sie sich an Vice Questore Pata. Das ist der Leiter der Ermittlung. Vielleicht kann der Ihnen weiterhelfen. Hatte die Signora Battistini öfter mal Besuch? Ich meine, außer von ihrem Arzt oder ihrer Nichte. Ein Einschreiben für Sie, Signora. Noch nicht mal Ihre Nichte kam regelmäßig. Und auch sonst keine. Wissen Sie, irgendwie konnte sie einem leid tun. So eine alte Frau und ganz allein nach dem Tod des Sohnes. Wie auch immer. Man soll ja über die Toten nicht schlecht sprechen, aber... Danke. Aber sie war unfreundlich, hochmütig, rachsüchtig und eine böse alte Hexe. Stimmt alles. Und auch noch geizig. Ich habe in all den vielen Jahren, seit ich ihr Postbote bin, nicht einmal Trinkgeld von ihr gekriegt. Ah, Sie haben sie also gut gekannt, Signor... Livi. Livi. Genau. Ein Wunder, dass man sie nicht schon früher umgebracht hat. Sie war zwar alt, aber mit ihrer Zunge war sie noch so giftig wie eine schwarze Mamba. Einmal habe ich zufällig ein Telefongespräch mit angehört, ist noch gar nicht so lange her. Da hat sie jemand so richtig zur Schnecke gemacht. Kommissario, Achtung. War mir ziemlich peinlich. Schreckliche Sachen hat sie gesagt. Entwarnung. Sie meinen also, sie hat jemanden bedroht? Tja, möglich wär's. Aber ich habe nicht alles so genau verstanden. Man soll ja nicht schlecht über Tote sprechen, aber Signora Battistini war da wohl eine Ausnahme. Ich habe im ganzen Viertel niemanden getroffen, der sie gemocht hatte. Sie war scheinbar schrecklich habgierig. Kommissarin, wussten Sie, dass Habgier eine der sieben Todsünden ist? Guido, ich denke, du bist im Urlaub. Stimmt. Hast du die Leiche der Signora Battistini noch? Es ist wunderbar, dass du kommst. Ich muss sie heute zur Beerdigung freigeben. Ist sie an den Kopfverletzungen gestorben? Ja, und zwar ziemlich unmittelbar nach der Attacke, würde ich sagen. Die Tatzeit? Nicht früher als 11, nicht später als 2. Sonst noch was? Sie wurde mit einem Kerzenleuchter erschlagen, der in ihrem Wohnzimmer stand. Aufgrund der Position der Verletzung muss der Täter mindestens 1,70 gewesen sein. So, und jetzt zeige ich dir das. Das ist die Mörderin, Florinda Georgiou. Sie ist aber nur 1,60 groß. Ich habe Alvise außerdem darauf aufmerksam gemacht, dass der Täter Blutanhaftungen des Opfers an seiner Kleidung haben musste. An ihrer Kleidung haben wir aber nur ihr eigenes Blut gefunden. Das hat ihn aber nicht beeindruckt. Ich nehme den Fall wieder auf. Wir kommen da. Tut mir leid, Dr. Aurino, aber wir konnten ihn nicht aufhalten. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich bin Gabriel Niculescu. Ich will zu meiner Mutter.
Dafür wird jemand büßen. Das schwöre ich. Sario, gibt es in Rumänien eigentlich auch die Blutrache? Bin ich überfragt. Ja, aber Sie nehmen seine Drohung doch ernst. Ja, so wie jede Drohung. Ob der Junge weiß, dass der Vizequästore die Ermittlungen geleitet hat? Woher sollte er das wissen? Mein lieber Brunetti, das geht aber nicht, dass einer meiner besten Mitarbeiter mit so einem Ding herumläuft. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, achten Sie mehr auf Ihr Äußeres. Überhaupt vermisse ich an Ihnen dieses Quäntchen mehr an beruflichem Ehrgeiz, das den Erfolg ausmacht. Flexibilität, Aufstiegswille und natürlich Offenheit für neue Theorien und Methoden. Was zum Beispiel wissen Sie über die Knochenisotopenanalyse? Ich habe davon gehört. Sehen Sie, das meine ich immer im alten Trott. Wie wollen Sie einen unbekannten Tod identifizieren, wenn Sie nicht einmal die neuesten Entwicklungen in den forensischen Wissenschaften kennen? Im Zweifelsfall frage ich Sie. Schon gut. Schon gut. Kommissario, das Protokoll über die Zeugenaussagen der Nachbarn. Gibt es Vermutungen zum Täter? Pilanzeiger. Am fraglichen Tag hat niemand etwas gehört oder gesehen. Sagen Sie, für was halten Sie das? Keine Ahnung. Das ist Kürzel einer Bank, da war ich selbst mal Kunde. Und das sind auch Banken. Und das sind die Kontonummern. Ja, natürlich. Also die Signora Battistini hatte Konten auf 6 verschiedenen Banken. Bisschen ungewöhnlich für eine einfache Rentnerin. Ah, Commissario. Ah. Signorina, könnten Sie herausfinden, wie viel Geld auf diesen Konten liegt? Sind das die Konten der Signora Battistini? Mhm. Ja, ich denke, das schaffe ich. Aber eigentlich bin ich gekommen, um die heutige Mitarbeiterversammlung abzusagen. Signor Pata hat nämlich noch einen äußerst wichtigen Termin in der Pathologie. Fisch. Mama, ich weiß, was Sushi ist. Ja, Fisch on the Rocks. Ciao. Eiko hat die Küche übernommen. Temaki. Sieht toll aus. Ja, ich mach jetzt mal eine Flasche Wein auf. Wieso Wein? Zu Sushi gibt's grünen Tee. Man ist doch nie zu alt, um noch was Neues auszuprobieren. Hätte gar nicht gedacht, dass roher Fisch so gut schmeckt. Hm? Vielen Dank, Eiko, für die Mühe, die du dir gemacht hast. Wo schläft Eiko heute eigentlich? Nur bei mir natürlich. Also es würde mir auch nichts ausmachen, heute Nacht auf der Couch zu schlafen im Wohnzimmer. Oh, vielen Dank, aber das kann ich nicht annehmen. Hm. Kira hat mir erzählt, dass Sie bei der Polizei arbeiten. Das ist doch sicherlich sehr aufregend, oder? Ja, manchmal schon, aber meistens nicht. Also ich habe auch einmal an einem ganz schwierigen Mordfall mitgearbeitet. Also zwar nur als Praktikant, aber es war ganz schön aufregend. Wirklich? Ja, und es war auch nicht ganz ungefährlich. Er hätte leicht getötet werden können. Kann es sein, dass ihr alle ein bisschen übertreibt?
Ich bin müde. Wer bringt mich nach Hause? Ich muss mich um Eiko kümmern. Raffi? Hast du Lust mitzukommen? Nein, hat sie nicht. Wie lange bleibt Eiko in Venedig? Ja, ich weiß nicht genau. Aber nicht lange. Vielleicht 3 oder 4 Tage. Dann hast du nicht viel Zeit. Ja, es ist sowieso aussichtslos. Ach, Unsinn. Dreh dich mal ein bisschen an. Sei nicht so zaghaft. Mit Andeutung kommst du nicht weit. Ja, aber die schnelle Anmache ist eben nicht mein Ding. Ach, ich hatte mal einen Freund. Der begegnete auf der Straße einem jungen Mädchen und verliebte sich auf den ersten Blick in sie. Er lief ihr hinterher, sah ihr tief in die Augen und fragte, ob sie ihn heiraten würde. Als er starb, waren sie mehr als 50 Jahre verheiratet. Schön. Aber ich würde mich sowas nie trauen. Ach, kein Mumm in den Knochen, ihr jungen Männer heute. Sag mal, das Mädchen, das warst doch du. Habe ich heute Nachmittag besorgt, vorsichtshalber. Ich liebe dich. Und? Hat sich's gelohnt? Oh. Deinen letzten Urlaubstag im Büro zu verbringen? Oh ja, sehr. Es hat sich plötzlich eine Zeugin gemeldet, die der Verdächtige ein Alibi gibt. Mhm. Glaubst du ihr? Ja, ja. Sie ist wohl hübsch. Was ist denn das für eine Frage? Hübsche Menschen wirken kompetenter und glaubwürdiger als weniger attraktive. Wusstest du das? Na, das ist ja schon viel Patter. Warum wurde die alte Frau denn umgebracht? Ich weiß nicht. Sie war wohl extrem geizig und besaß 6 Bankkonten. Also Habgier. Wer beerbt sie denn? Ah. Mein Hauptproblem ist, dass Patter den Fall längst abgeschlossen hat. Offiziell darf ich gar nicht ermitteln. Komm, Teufelsküche. Hat dich das jemals abgehalten? Sag mal, wie findest du Eiko? Nettes Mädchen. Scheint unserem Sohn auch zu gefallen. Wie auch. Chiara schnarcht, habe ich recht. Ja, ich konnte auch nicht schlafen. Und ich könnte dir morgen die Stadt zeigen. Gerne. Und das Angebot mit dem Zimmer steht immer noch. Wie lange dauert das noch? Mann, jeden Morgen das gleiche Theater. Ja, Mann, jeden Morgen das gleiche Theater.
Guten Morgen, Kommissario. Raffi? Ja? Oh, wenn ihr euch mal ein neues Sofa kauft, dann vielleicht eins, auf dem man sich nicht nach einer Nacht gleich völlig fertig fühlt. Wolltest du nicht duschen? Man lässt mich ja nicht. Setz dich durch. Eiko hat in Raffis Zimmer geschlafen. Na und? Raffi war im Wohnzimmer auf dem Sofa. Na ja. Und wann kann ich mein Geld haben? Ja, solange die Polizei ermittelt, könnte es Schwierigkeiten geben. Aber die werden mich nicht verhören. Sie sind die einzig noch lebende Verwandte. Man wird von ihnen wissen wollen, wer ein Motiv für den Mord haben könnte. Und wenn Sie mich nach den Konten fragen? Das Beste wird sein, Sie stellen sich einfach unwissend. Ich würde aber sicherheitshalber die Einzahlungsbelege verbrennen. Wie denn? Die Wohnung ist doch noch versiegelt. Sie haben die Bankunterlagen nicht gleich mitgenommen? Wann hätte ich das denn machen sollen? Als ich kam, war die Polizei schon da. Ich durfte nur kurz unter Aufsicht in die Wohnung, um zu schauen, ob irgendwas gestohlen wurde. Ich wollte Ihnen keinen Vorwurf machen. Kommen Sie. Machen Sie sich keine Sorgen. Alles geht seinen Weg. Auf Wiedersehen. Nein, aber es ist dringend. Halt! Sie können nicht einfach... Ich brauche Ihre Hilfe. Was wollen Sie? Ich will einen guten Anwalt. Danke. Ich werde die Polizei einfach verklagen, diesen Vice Questore. Und zwar wegen falscher Anschuldigung und Mord. Hören Sie, Gabriel, ich verstehe Sie. Ich verstehe auch, dass Sie wütend und traurig sind. Aber was Sie sich da vorstellen, das ist unmöglich. Warum? Gelten Ihre Gesetze nicht für mich und meine Mutter? Doch, natürlich. Aber Ihre Mutter wurde nicht das Opfer eines Verbrechens oder der willkürlichen Handlung der Polizei. Ich habe es Ihnen schon einmal versucht zu erklären. Es war ein Unfall. Und dafür können Sie niemanden vor Gericht bringen. Das finden Sie gerecht? Das ist eine einfache Tatsache. Hallo? Ja. Signora, es ist Kommissario Brunetti. Danke. Ja, bitte? Herr Kommissario, wie war Ihr erster Abend zu Hause? Das Essen meines war japanisch. Sushi und Sushimi. Dazu gab's grünen Tee. Der soll ja sehr gesund sein. Stärkt das Immunsystem. Deshalb werden ja Japaner so alt. Japaner, ja. Sehr freundlich, dass Sie sich hier bemüht haben. Ich habe wirklich keine Zeit. Rosario Brunetti, Sergente Vianello. Ich bedauere sehr, dass ich meiner Klientin die Rumänin empfohlen habe. Worin bestand Ihre Tätigkeit bei der Signora Battistini? Warum wollen Sie das wissen? Ich denke, der Fall ist geklärt. Bei so einem spektakulären Fall zerreißt uns die Presse gern in der Luft, wenn sie uns irgendeinen Fehler nachweisen kann. Ich bin vor allem seit dem Tod Ihres Sohnes vor 5 Jahren regelmäßig für Sie tätig geworden. Sie war damals völlig am Ende und hat im Grunde mir alles übertragen, wozu sie nicht mehr in der Lage war. Vermögensverwaltung, Behördengänge, Nachbarschaftsstreitigkeiten.
Ist Ihr Sohn der einzige gesetzliche Erbe? Ja. Aber es existiert noch ein Testament. Ihre Nichte, Graziella Simeonato, ist dort als Alleinerbin eingesetzt. Zwei Immobilien und ein wenig Geld. Die genaue Summe müsste ich nachschauen. Verfügten Sie über eine Kontovollmacht? So ist es, bei der Unicredit. Nur dort? Oder gab es denn noch andere Banken? Welche anderen Banken? Andere Bevollmächtigte? Nicht, dass ich wüsste. Tut mir leid, ich habe einen Gerichtstermin. Der Sohn der Putzfrau ist in Venedig. Ein gewisser Gabriel Niculescu. Kennen Sie ihn? Ein sehr aufgeregter junger Mann. Er wollte mit meiner Hilfe die Polizei verklagen. Meine Antwort darauf hat ihn wütend gemacht, fürchte ich. Sie sollten ein Auge auf ihn werfen. Werden wir. Also hat sich der junge Mann noch immer nicht beruhigt. Ja, sieht so aus. Was halten Sie von der Dame? Sie mag unsere Ermittlungen nicht. Ganz und gar nicht, würde ich sagen. Kommissario, gerade habe ich an Sie gedacht. So? Die Battestini-Konten wurden vor 11 Jahren eingerichtet. Also etwa ein Jahr vor dem Tod Ihres Mannes. Er und übrigens auch der Sohn waren bei der Schulbehörde angestellt. Auf diese Konten wurde in all den Jahren regelmäßig Geld eingezahlt, aber es wurde nie etwas abgehoben. Aha. Das Interessanteste kommt jetzt. Einen Tag nach dem Mord wurden sämtliche Konten geleert und die Gelder auf eine englische Kanalinsel überwiesen. Und wer das woanders? Das konnte ich bis jetzt leider noch nicht herausbekommen. Signorina Elektra, rufen Sie doch bitte noch mal die Druckerei an, wo meine neuen Visitenkarten bleiben. Sie sind schon da, Fiji Questore. Ich wollte sie Ihnen gerade bringen. Na wunderbar, wunderbar, wunderbar. Kann ich Sie im Moment sprechen? Ja, aber nur einen Moment. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Also, mein Lieber, worum geht's? Um den Fall Battestini. Der Fall ist abgeschlossen. Es ist ein junger Mann aufgetaucht, der Sohn der rumänischen Putzfrau. Der sucht einen Schuldigen für den Tod seiner Mutter. Menschlich verständlich. Sie haben die Ermittlung geleitet. Sie meinen, der Bursche ist gefährlich? Ja, ich habe ihn aggressiv erlebt. Deswegen wollte ich es Ihnen mitteilen. Natürlich, völlig korrekt. Nun ja, beschimpft und bedroht werden wir ja alle Tage. Aber bellende Hunde beißen nicht. Sonst noch was? Es gibt ja diese Nachbarin, Signora Gismondi. Die bezeugt, dass die alte Frau noch lebt. Ja. Davon hat mir Signorina Elettra bereits berichtet. Aber was bedeutet das schon? Diese Putzfrau hatte vor Abfahrt ihres Zuges alle Zeit der Welt zurückzulaufen und die Battestini zu erschlagen. Und wie glaubwürdig ist überhaupt diese Zeugin? Ich hätte noch andere Fragen, die ich gern geklärt haben würde. Das ist doch Zeitverschwendung, Bonetti. Diese Putzfrau hat ein Motiv, die Gelegenheit und das Mittel zur Tat. Sie hat möglicherweise ein Alibi. Und wenn die Signor Gismondi damit vor die Presse geht, stehen wir ziemlich dumm da. Das ist äußerst lästig und völlig überflüssig. Ich wollte Sie auf die Diebstähle in der Gepäckhalle des Flughafens ansetzen. Der Bürgermeister ist äußerst beunruhigt. Schädigung des Ansehens der Stadt, des Tourismus. Ja, Sie wissen schon. Und das war's dann wohl. Ja. Und? Lässt er Sie weiter ermitteln? Er hat es mir jedenfalls nicht untersagt. Schauen Sie mal. Doktor, macht sich gut? Sehr schön. Talar und Dr. Hoth sind auch schon in Auftrag gegeben. Aber bitte. Und, hast du das Geld?
Das reicht nicht. Aber mehr habe ich nicht. Das reicht aber nicht. Warte mal. Durch meinen Vater geerbt. Weil du es bist. Viel Spaß damit. Unser Vater wird Ehrendoktor. Haben Sie eine Ahnung, wie er uns in Zukunft damit quälen wird? Wie ist die Signora Simeonato eigentlich, die Besitzerin des Ladens? Nein, sie ist angestellt. Ungelernte Kraft, so viel ich weiß. Da wird sie auch nicht so viel verdienen. Da ist es. Da käme ein Erbe ja gar nicht so unrecht. Na? Das sieht ja gar nicht schlecht aus. Ich möchte Signora Signorato sprechen. Nicht während der Arbeitszeit. Ich fürchte, Sie müssen eine Ausnahme machen. Hinten in der Backstube. Danke. Signora Signorato? Ja? Kommissario Brunetti, Sergente Vianello, können Sie im Moment sprechen? Ja. Wenn es um die Rumänen geht, sind Sie umsonst gekommen. Ich kannte Sie kaum. Ja, aber Sie haben sich doch in den letzten Jahren viel um Ihre Tante gekümmert. Ja, seit Paolo tot ist, Ihr Sohn. Ich war die einzige Verwandte, die sie noch hatte. Paolo? Der arbeitete doch in der Schulbehörde. Was hat er denn da gemacht? Nichts Besonderes. Er war ein kleiner Beamter in der Vertragsabteilung. Dann hat er nicht viel verdient. Aber er hat monatlich Geld auf 6 verschiedene Konten eingezahlt. Ja? Davon weiß ich nichts. Niemand scheint viel über ihn zu wissen. War ein komischer Typ. Muttersöhnchen. Keine Freunde. Freundin erst recht nicht. Die letzten Jahre ging es ihm nicht gut. Er hatte Leukämie. Meine Tante, die hat wenig darüber gesprochen. Ihr wollt es wahrscheinlich nicht wahrhaben, dass er nicht mehr lange leben wird. Wieso fragen Sie nach ihm? Was wissen Sie von den finanziellen Verhältnissen Ihrer Tante? Wieso wollen Sie das wissen? Signora, beim Mord ist alles wichtig. Nach Paolos Tod war meine Tante ziemlich durch den Wind. Es war niemand mehr da von der Familie. Sie hat mir eine Kontovollmacht gegeben. Und warum haben Sie kurz nach dem Tod Ihrer Tante sämtliche Konten leergeräumt, das Geld ins Ausland gebracht? Was habe ich? Geld wurde auf die britischen Kanalinseln transferiert. Das ist unmöglich. Ich bin die Einzige, die an die Konten herankommt. Wussten Sie nicht, dass Ihre Tante auch Ihrer Anwältin Kontovollmacht erteilt hat? Scheiße. Dieses Miststück, die ist immer um die Alte herumgeschlichen. Wie viel Geld befand sie beim Tod ihrer Tante auf den Konten? Das weiß ich nicht. Aber ich brauche das Geld. Ich habe hier gerade gekündigt. Ich will einen eigenen Laden aufmachen. Tut mir leid. Aber ich bin doch die Erbin! War das jetzt gut gespielt? Oder ist sie wirklich aus allen Wolken gefallen? Nein, ich glaube, die Wut weicht. Und die Anwältin? Die hat sicher die Situation ausgenutzt. Jetzt wissen wir, wohin das Geld geflossen ist, aber wo es stammt, wissen wir noch nicht. Wie wär's mit Korruption? Paolo und sein Vater haben doch in der Schulbehörde gearbeitet. In der Vertragsabteilung. Die vergibt alle möglichen Aufträge an Firmen. Möglich wär's.
Das war doch Erpressung. In jedem Fall geht es um das Geld der alten Dame. So ist es. Kommissario. Ja. Mittagspause. Wir treffen uns dann vor der Schulbehörde. Ja. Büro von Witschke Store? Diese Türe hier, geradeaus. Ja, bitte? Zu Signor Pater. Der ist außer Haus. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Was fällt Ihnen denn ein? Wann kommt er zurück? Heute gar nicht mehr. Wie wär's, wenn Sie mir jetzt sagen, wer Sie sind und was Sie hier wollen? Hallo? Ich bin da. Keiner zu Hause? Hallo? Dein Essen ist im Kühlschrank. Das gehört zum Spaghetti-Essen einfach dazu. Ich muss mich sowieso gleich umziehen. Ich habe nämlich Opernkarten für heute Abend. Mögen Sie klassische Musik? Ja, natürlich. Das freut mich. Meine Freundin ist nämlich krank geworden und kann nicht mitkommen. Hätten Sie vielleicht Lust, mich zu begleiten ins Teatro La Venezia? Ja. Es gibt Parsifal. Wagner sogar. Ist nicht dein Ernst? Wir wollten noch tanzen gehen. Dann lass sie doch, wenn sie es mag. Ich würde mich gerne überreden lassen, ihr die zweite Karte zu geben. Nee, lass mal, Omi. Ist okay. Und wie ist mit dir, Raffi? Ja, gerne. Also, so den Parsifal wollte ich ja immer schon mal sehen. Ist das denn in Ordnung für dich? Klar. Nicht zu spät. Tut mir leid. Wenn dein Fleck. Tomatensoße? Meine Frau hat Fusilli alla Napolitana gemacht. Mein Lieblingsgericht. Und beim letzten Bissen. Schön für Sie. Und so schön die Vianello. Ah, Dr. Trotti wartet schon auf Sie. Die Tür am Ende des Flures. Sie haben da einen Fleck. Hm.
Ja, bitte. Signor Trotti? Dr. Trotti. Guten Tag, meine Herren. Was kann ich für Sie tun? Es geht um einen Beamten, der bis zu seinem Tod vor 5 Jahren hier gearbeitet hat. Paolo Battistini. Ich bin erst seit 2 Jahren Leiter der Schulbehörde. Vorher habe ich im Amt von Mestre gearbeitet. Dr. Trotti, Venedig ist doch die übergeordnete Behörde. Da hatten Sie doch sicher auch mit den Kollegen hier zu tun. Es gab natürlich gemeinsame Konferenzen, aber an einen Paolo Battistini kann ich mich nicht erinnern. Worum geht's denn überhaupt? Um seine Mutter. Sie wurde kürzlich ermordet. Ah ja, ja. Davon habe ich gehört. Aber was hat die Schulbehörde damit zu tun? Sie sagten doch, Signor Battistini arbeitet bereits seit 5 Jahren nicht mehr hier. Wir wollen alle Möglichkeiten ausloten und uns ein Bild von seinem Charakter machen. Ich fürchte, da kann ich Ihnen nicht behilflich sein. Wenn ich die Zeitung richtig verstanden habe, hat die Polizei den Mord bereits aufgeklärt. Die arme Frau wurde von ihrer Putzfrau erschlagen. Ja, so stand es in der Zeitung. Die Putzfrau hat doch erst nach seinem Tod bei der Mutter gearbeitet. Sie kann den Sohn gar nicht gekannt haben, aber ich verstehe natürlich nichts von der Polizeiarbeit. Hey, unsere Ermittlungen gehen manchmal verschlungene Wege. Vielen Dank, dass uns Ihre Zeit geopfert haben. Kommissario, woher wusste er denn, dass Florinda erst nach Paolo Battistinis Tod bei der Alten gearbeitet hat? Aus der Zeitung, sagte. Prüfen Sie es nochmal nach. Müssen wir denn unseren Chef in Zukunft nennen? Vizequestore wie bisher? Oder Dottore? Oder Vizedottore? Er wird es uns bestimmt sagen. Das hat Oma doch so eingefädelt, da bin ich ganz sicher. Das glaube ich nicht. Du spinnst. Oma hat es dir doch angeboten. Oh, du siehst toll aus. Oh, sehr schön. Was ist denn los? Wir gehen in die Oper zu Parsifal. Aber wenn ihr den ersten Akt nicht verpassen wollt, müsst ihr jetzt gehen. Na dann los. Tschüss, Chiara, und danke. Tschüss. Oma. Nur für 2? Glaubst du nicht, dass Chiara sich zu Hause langweilt, während Raffi sich mit Eiko amüsiert? Danke. Und für dich gibt es heute Abend Risotto auf Steinpilzen, Saltimbocca mit Salmai. Und zum Dessert kannst du wählen zwischen Feigen auf Mascarpone, Creme und Masala. Hat eigentlich Pater schon bemerkt, dass du in seinem Fall rumstocherst? Ich glaube nicht. Außerdem, der ist im Moment mit was anderem beschäftigt. Er soll den Ehrendoktortitel bekommen. Dr. Pater. Ob das was wird? Wieso? Die Professoren müssen sich mehrheitlich für ihn aussprechen. Und ich habe gehört, da gibt es Gegenstimmen. Was würde man dann sagen? Dann würde man sagen, domo arigato, gosa imashita. Domo arigato, gosa imashita. Du, ich habe eine bessere Idee. Warte mal kurz. Mhm. Signore? Bitte. Danke Ihnen. Machen wir was anderes.
Chiara. Guten Morgen, Kommissario. Morgen. Hallo. Raffi hat die Macht der Musik. Hörst du sie ein bisschen schnell? Er ist dein Sohn. Kommissario, morgen. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Natürlich, was gibt's da, Lisa? Wie ich hörte, haben Sie die Ermittlungen in der Sache Battistini wieder aufgenommen? Das ist richtig. Mit allem Respekt, Kommissario, aber das ist falsch. Der Vizequästore und meine Wenigkeit haben den Fall bereits gelöst und abgeschlossen. Ich verstehe, dass meine Zweifel kränkend für Sie sind, aber es hat sich eine neue Sachlage ergeben. Die Signora Gismondi scheint einen großen Eindruck auf Sie gemacht zu haben, Kommissario. Wenn man die Dame kennt, ist das auch verständlich. Vorsicht, Agnes. Vorsicht. Ich habe die Telefonate abgehört, die bei uns in den letzten Monaten wegen ruhestörenden Lärms der Battistini eingegangen sind. Bei einem der Anrufe hat Signora Gismondi gedroht, die Battistini umzubringen. All diese glamsi Frau ist so dumm und kündigt einen Mord vorher bei der Polizei an. Im Zorn sagt man vieles, was man nicht so meint. Dann hat sie es wahrscheinlich auch nicht so gemeint, als sie einen Kessel heißes Wasser nach ihrem Ehemann geworfen hat. Ihrem Ex-Ehemann. Sie, was soll das, Alvise? Glauben Sie, Sie können mich von meiner Ermittlung abbringen, indem Sie die Gismondi anschmieren? Ich wollte Ihnen nur einen guten Rat geben, Kommissario. Alvise, falls irgendwann mal der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass ich Ihren Rat brauche, dann werde ich es Sie wissen lassen. Kommissario, Pater hat schon zweimal nach Ihnen gefragt. Alvise? Hören Sie mir auf mit dem, der war schon wieder eine halbe Stunde da drin. Ach, übrigens, Kommissario, gestern war ein junger Mann hier, der wollte unbedingt zu Pater. Er war ziemlich aggressiv. Lederjacke, Jeans? Genau. Herein! Sie wollten mich sprechen? Der Sergeant Alvise, ein bisweilen unterschätzter Mitarbeiter, hat mir etwas zu Ohren gebracht, das auch Sie hören sollten. Notrufzentrale? Gismondi aus Canareggio. Ich rufe jetzt zum dritten Mal bei Ihnen an. Worum geht es denn, Signore? Das habe ich Ihnen schon vor 2 Stunden gesagt. Es geht um meine Nachbarin von gegenüber, die ihren Fernseher so laut stellt, dass man bei geschlossenem Fenster seine Worte nicht versteht. Tut mir leid, aber zurzeit habe ich kein Team frei. Wann ist endlich jemand frei? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist 4 Uhr morgens. Ich habe noch keine Minute geschlafen. Was glauben Sie, was ich tun soll? Muss ich rübergehen und die Frau umbringen? Ist dann vielleicht ein Team frei? Kommt dann vielleicht jemand vorbei? Das ist Ihre seriöse Zeugin, Brunetti. Sie war mit den Nerven fertig. Da sagt man manches, was man nicht meint. Was beweist das schon? Das beweist, dass die Aussagen dieser Zeugin mit Vorsicht zu genießen sind. Allein die Sache mit den 700 Euro, die Sie verschenkt haben will an eine rumänische Putzfrau. Also, Brunetti, ich bitte Sie. Sie hätte Mitleid, würde helfen. Sie glauben an das Gute im Menschen. Das ist sehr schön. Aber für einen Polizisten ein wenig naiv. Nein, nein, nein. Ich kann Ihnen nicht gestatten, dass Sie weiterhin Zeit und Energie an diesen Fall verschwenden. Die Akte ist und bleibt geschlossen. Und das ist mein letztes Wort, Brunetti. Gibt's noch was? Ja.
Gestern war der Sohn der Rumänin hier in der Questura und hat sie gesucht. Ich fände das schon beunruhigend. Er wäre in der Höhle des Löwen und würde sofort verhaftet werden. Das wäre nicht sehr klug. Er ist ein emotionaler Typ. Nein. Nein, der junge Mann hat ein Anliegen und will verhandeln. Aber ich bin bereit, Ihre Bedenken ernst zu nehmen. In den nächsten Tagen wird mich Alvise begleiten. Und? Bleibt die Akte geschlossen? Tja, und ich wollte Sie gerade bitten, ob Sie mir Informationen über den Vorgänger von Dr. Trotti besorgen könnten. Tja. Naja, mir hat der Fiji Questore doch keine diesbezügliche Anweisung gegeben, oder? Ja, hallo? Ja, einen Moment. Das ist für Sie, die Sekretärin der Marieski. Ja, bitte? Ich komme. Die Anwältin ist zusammengebrochen. Sie glaubt, sie ist vergiftet worden. Was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Sie hat ein Brioche gegessen und ist zusammengebrochen. Wir bringen sie jetzt in ein Krankenhaus. Sie hat mich vergiftet. Wer sie? Graziella. Simonato. Der Mageninhalt muss ins Labor. Glauben Sie wirklich, Graziella hat ihr Gift gegeben? Ja, einen Grund hätte sie schon. Immerhin hat die Anwältin die Konten ihrer Tante leer geräumt. Dass sie wirklich so skrupellos ist? Na, jetzt muss er reden. So, Signora. Ich möchte jetzt wissen, woher das Geld auf dem Bankkonto stammte. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich über die Konten nichts weiß. Sehen Sie, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir sprechen über die finanziellen Angelegenheiten Ihrer Tante oder über Gift. Was haben Sie ihr denn gegeben? Rattengift? Ich wollte ihr nur einen Schreck einjagen. Ich habe ihr was von dem Schilddrüsenmedikament meiner Tante gegeben, aber nur ganz wenig. Also, ich höre. Paolo hat das Geld für Sie besorgt. Von wem, weiß ich nicht. Sie hat nur mal wieder gesagt, wie stolz sie auf ihren Sohn wäre. Von wem bekam er das Geld? Von jemandem in der Behörde. Es klang komisch, wie sie das gesagt hat, als ob irgendwas nicht in Ordnung sei. Aber sie hat auch gesagt, dass es unter dem Schutz der Madonna läuft. Dann kann es ja nicht so schlimm sein. Wie kam es auf die Bankkonten? Nach Paulus Tod musste ich einmal im Monat zu ihr und das Geld für sie zu einer der Banken bringen. Die Empfangsquittung habe ich ihr dann zurückgegeben. Sie hat mir gesagt, dass ich nach dem Tod alles erben werde. Der Anwältin geht's wieder gut. Es geht um die Erkundigung, die Sie über mich einholen, an meinem Arbeitsplatz und in meiner Nachbarschaft. Können Sie sich eigentlich vorstellen, was das für einen Eindruck hinterlässt, wenn Sie sich nach meinem Charakter und nach meinem Alibi erkundigen? Ich bin hierher gekommen, um Ihnen zu helfen. Und ich stehe jetzt vor allen Leuten als Verdächtige da. Das tut mir leid, was Sie da sagen, aber ich habe damit nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Dann finden Sie raus, wer damit was zu tun hat und sorgen Sie dafür, dass es aufhört. Das werde ich. Kommissario? Alvise! Was haben Sie mit Signora Gismondi gemacht? Ich habe nicht so eine Anweisung von Vice Questore Patta unternommen. Ich habe Sie was gefragt. Ich habe Ihre Nachbarn über Sie befragt und bei Ihrem Arbeitgeber Erkundigungen eingezogen, ob die Geschichte wahr ist, die sie der Polizei erzählt hat. Also, dass Sie am Tattag nach Paris geflogen sind. War das die Formulierung, die Sie benutzt haben? Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Kommissario. Ich werde Ihnen sagen, was ich meine. Sie werden sofort mit dieser Ermittlung aufhören. Aber der Vizequestore... Wenn Sie noch einmal irgendjemand, irgendeine Frage über die Signora Gismondi stellen,
werde ich dafür sorgen, dass Sie aus dem Dienst entlassen werden. Ist das klar? Na, Kommissario. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, ja. Sie wollten doch was über den Vorgänger von Dr. Trotti wissen. Er ist jetzt Leiter einer Baufirma, die Aufträge für die Schulbehörde ausführt. Also doch Korruption. Paolo Battistini hat doch in der Vertragsabteilung der Schulbehörde gearbeitet. Können Sie noch mehr über die Aufträge erfahren? Natürlich, Kommissario. Ich tue mein Bestes. Signorina Elektra, ich gehe. Sagen Sie bitte Alvise Bescheid. Guten Morgen. Natürlich, Vice Questore. Sofort. Er ist mit dem Dekan der Universität verabredet. Ja? Herr Dekan. Mein lieber Pater, schön, Sie zu sehen. Entschuldigung, wo sind denn hier die Toiletten? Gleich die Treppe runter. Danke. Bitte. Lieber Vice Questore, Sie wissen, wie der Bürgermeister und meine Wenigkeit Sie schätzen. Es war mein Vergnügen, Sie für die Ehrendoktorwürde der Kriminologischen Fakultät vorzuschlagen. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Ja, da gibt es noch eine kleine Hürde zu überwinden. Eine Hürde? Ja, wie Sie wissen, es ist die Professorenschaft, die letztlich die Entscheidung fällt. Ich habe nur Vorschlagsrechte. Ja, und bis jetzt konnte ich leider noch keine Mehrheit für Sie finden, was aber letztlich gar nichts zu bedeuten hat. Es sind ja auch noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Und welche Möglichkeiten meinen Sie? Die Aussicht auf eine großzügige Spende an die Fakultät könnte die Dinge sicherlich in unserem Sinne beeinflussen. Sie denken dann eine höhere Summe, fünfstellig oder gar sechsstellig? Ja, von einem Mann wie Ihnen, Vice Questore, würde ich eine gewisse Großzügigkeit erwarten. Ich gestehe, dass ich mir den Doktortitel immer gewünscht habe. Eine kleine Eitelkeit. Gewiss, aber hoffentlich verzeihlich. Und er wäre ja auch nicht ganz unverdient. Aber Herr Dekan, ich bin kein solcher Narr, dass ich mir eine Ehrung erkaufe. Man hat ja auch seinen Stolz. Ich empfehle mich. Alvise? Ach Gott nochmal. Senor Pater? Ja. Okay, da lang. Was soll denn das? Sie haben meine Mutter in den Tod gehetzt. Und dann eine Mörderin aus ihr gemacht. Nichts bedauere ich mehr als diesen schrecklichen Unfall, glauben Sie mir. Quatschunfall! Es war so am bequemsten für Sie. Nach einer toten Rumänin kräht ja keiner an. Und Sie hatten Ihren Fall gelöst. Herr Niculescu, ich habe großes Verständnis für Ihre Situation. Ich verstehe sogar,
Ihr Rachebedürfnis und ich respektiere Ihren Wunsch, die Ehre Ihrer Mutter wiederherzustellen. Aber es ist nun einmal so, dass die Indizien gegen Sie sprechen. Indizien? Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich will, dass Sie den suchen, der es wirklich getan hat. Und wenn ich ihn nicht finde? Bitte, Christoph! Sie wissen, was ich will. Die Waffe ist nicht geladen. Wie die Mutter, so der Sohn. Ein Segen, dass ich den Vizequästore begleitet habe. Wollen Sie auch einen? Nein, danke. Er hat sie ja so bedroht. Ja, mit einer ungeladenen Pistole, so ein dummer Junge. Ich hätte Ihre Warnungen ernster nehmen müssen. Er wollte mich zwingen, die Ermittlungen offiziell wieder aufzunehmen. Nein, das sollten wir auch tun. Sind Sie noch bei Droste? Das sähe ja so aus, als würden wir diesem Kriminellen nachgeben. Wir könnten der Presse sagen, dass wir von Anfang an noch andere Spuren hatten. Und nur aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt an die Öffentlichkeit gehen. Ich durchschaue Sie, Brunetti. Sie wollen wieder Ihren Kopf durchsetzen. Nein, nein, nein. Nichts liegt mir ferner. Also gut, machen Sie, was Sie wollen. Ich hätte da noch einen Vorschlag. Wir sollten es nicht zum Prozess mit Niculescu kommen lassen. Wie Sie wissen, liegt das längst nicht mehr in meiner Hand. Wir haben es hier mit einem Offizialdelikt zu tun. Der Staatsanwalt wird selbstverständlich Klage erheben. Na, bei einem Prozess könnten mögliche Versäumnisse unserer Ermittlungen zur Sprache kommen. Ich meine, die verschwundenen 700 Euro wird sich der Anwalt von Niculescu nicht entgehen lassen und vom sozialen Sprengstoff an der Geschichte gar nicht zu reden. Ich meine, eine Abschiebung nach Rumänien wäre für alle Beteiligte das Beste. Und bei Ihren Beziehungen, na, ist doch kein Problem. Ich werde darüber nachdenken. Brunetti, Sie sind ein richtiges Schlitzohr. Der Fall Battistini wird wieder aufgenommen. Gratuliere, Kommissario. Ihre Telefonliste ist gerade fertig. Welche Telefonliste? Kommissario, ich habe völlig verschwitzt, dass mir der Postbote gesagt hat, dass er ein peinliches Telefongespräch mit angehört hat. Die alte Battistini soll jemanden bedroht haben. Ja, und der einzige Anruf vor ihrem Tod kam aus dem Schulamt. Wir prüfen noch von wem. Also hat es in jedem Fall mit dem Schulamt zu tun. Aber der frühere Leiter des Schulamts führt seine Baufirma äußerst korrekt. Ich habe keine Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungsstellung gefunden. Also waren wir die ganze Zeit auf dem Holzweg. Wir haben uns von der Gesamtsumme ablenken lassen. Ja, aber es geht doch um das Geld auf den Konten, oder nicht? Ja, aber diese monatlichen Einzahlungen sind vielleicht wichtiger. Aber 500 Euro sind doch keine Summe, wenn es um Korruption geht. Ja, eben. Mir geht's ja auch nicht um ein Verbrechen im großen Stil. Mir geht's ja nur kleine private Schweinerei um Erpressungen. Sie meinen, jemand, der so gut verdient, dass er 500 Euro im Monat verkraftet? Ja, genau. Ja, aber für 500 Euro bringt man niemanden um. Irgendwas haben wir übersehen.
Bianello? Ja, hier Brunetti. Kommen Sie doch bitte in die Wohnung Battistini. Ja, und bringen Sie die Spurensicherung mit. Ja, gut. Ich warte. Erinnern Sie sich, was die Nichte gesagt hatte? Paolo hätte das Geld unter dem Schutz der Madonna bekommen. Ich habe die Madonna von der Battistini mal angesehen und habe das gefunden. Ein Brief von der Universität Padua an den Leiter der Schulbehörde. Ja. Ein Mauro Trotti ist in unseren Akten nicht vermerkt. Ebenso wenig ein Student gleichen Namens, der an einer hiesigen Fakultät seinen Doktortitel gemacht hat. Der Brief wurde vor 11 Jahren abgeschickt. Da lebte der alte Battistini noch. Und der hat in der Schulbehörde gearbeitet. Mein Gott, der hat den Brief geöffnet und zurückgehalten. Ich wette, wir finden eine Menge Fingerabdrücke vom Trotti da oben. Mord wegen eines falschen Titels. Das ist eine Frage der Perspektive. Sie hatten mal wieder recht. Die Putzfrau war unschuldig. Ist Pat an seinem Büro? Ja. Aber Sie sollten ausnahmsweise einmal einen Blick in die Mappe mit den Behördenrundschreiben tun. Herr Kommissario, nur diese eine Meldung. Sie kam heute auf meinen Tisch. Dr. Mauro Trotti wechselt im nächsten Monat von der Schulbehörde ins Bildungsministerium nach Rom auf den Posten eines Staatssekretärs. Vermutlich wollen Sie mir unter die Nase reiben, dass Sie den Mörder dieser Signora Battistini, dieser alten Frau gefunden haben. Wenn ich daran denke, wie viel Staub das wieder aufwirbeln wird. Grässlich. Der Direktor einer städtischen Behörde als Mörder einer Rentnerin. Und dann das Motiv. Das glaubt uns doch kein Mensch. Sehen Sie, Eitelkeit. Eitelkeit ist ein starker Antrieb. Mag sein. Gehen Sie bei seiner Festnahme mit der gebotenen Diskretion vor. Selbstverständlich. Dr. Trotti. Wie haben Sie sich diesen Titel beschafft? Wovon reden Sie? Was ist das? Das ist der Brief, den Sie in der Wohnung der Signora Battistini gesucht haben. Ja, lesen Sie. Sie hat in all den Jahren keine ruhige Minute mehr, nicht wahr? Ja?
konnte diese geldgierige alte Hexe nicht genug bekommen. Das wäre alles nicht passiert, wenn sie mein Interview im Fernsehen gesehen hätte. Ich hatte dummerweise erwähnt, dass ich vielleicht ins Ministerium nach Rom gehen würde. Danach rief sie mich an und verlangte das fünffache 2500 Euro. Und da haben Sie beschlossen, Sie... Nein, ich wollte sie nicht töten. Ich ging zu ihr, um ihr zu erklären, dass ich unmöglich jeden Monat zu viel aufbringe. Sie war gnadenlos. Wir uns noch mal wiedersehen? Ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Wir haben den Mann, den Mörder Ihrer Nachbarin, verhaftet. Morgen wird es in der Zeitung stehen, aber ich wollte es Ihnen gern persönlich sagen. Wer ist es denn? Ein Mann, den die Signora Battistini über viele Jahre erpresst hatte. Was für eine schreckliche Person. Ohne Sie hätten wir ihn wahrscheinlich nicht so schnell gefunden. Ich wünschte, ich hätte Florindas Tod verhindern können. Sie haben getan, was Sie konnten. Ja, sicher. Danke. Gerne. Oh, danke schön. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, kochen wir Spaghetti zusammen. Okay, aber dann bei mir zu Hause in Japan. Ja, von mir aus. Ihr seid natürlich beide eingeladen. Und Sie natürlich auch. Oh, danke. Aber das ist mir ein bisschen zu weit. Okay, ich muss gehen. Tschüss. Wie wär's denn, wenn du den Brief vorhin zulegen würdest? In Schweden zum Beispiel. Ich mag große Blonde. Bis nachher. Was ist mal in Schweden? Danke euch für eure Einladung. Na, warte mal, bis du den Kalbsbraten siehst. Und den überbackenen Spargel. Danke. Und zum Dessert gibt's marinierte Erdbeeren. Ist doch was anderes wie grüne Tee.